Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview und in den nächsten Minuten werden wir uns mal dem Thema widmen, wie Deutschland tatsächlich international im Vergleich, was die Wettbewerbsfähigkeit und natürlich auch den Fachkräftemangel angeht, dasteht, welche Auswirkungen das tatsächlich auch an der Börse hat und welche Möglichkeiten sich dadurch für Sie bieten, was man tatsächlich im Anlagebereich ermöglichen kann. Und darüber spreche ich jetzt mit Christian Köker von der HSBC. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, hallo. Ein Thema, was natürlich nicht unbedingt schön ist. Man hört es immer und liest es immer wieder in den Medien, der Fachkräftemangel in Deutschland, natürlich dementsprechend auch die Wettbewerbsfähigkeit international am Hinterherhinken. Ist das denn tatsächlich so dramatisch, wie es häufig dargestellt wird? Ist Deutschland so stark abgeschieden von den anderen Ländern? Nein, also ich glaube nicht, dass wir jetzt Deutschland schon ganz abschreiben müssen, aber man muss schon sagen, dass wir im internationalen Vergleich vielleicht auch gerade was unser Selbstverständnis angeht, durchaus ein paar Plätze verloren haben. Es gab dort auch Umfragen zuletzt, die belegt haben, dass auch die Deutschen die Zukunftsfähigkeit ihres eigenen Landes sehr, sehr bescheiden einschätzen und nur noch 10% davon überzeugt sind, dass wir in 5 Jahren immer noch zu den führenden innovativen Nationen der Welt gehören werden. Also das Selbstverständnis leidet schon aktuell und die angesprochenen Punkte von Ihnen, Fachkräftemangel, Digitalisierung, die spielen natürlich alle dort bei eine Rolle und sorgen eben auch für diese Gemengelage, für diese Einschätzung. Jetzt ist auf der einen Seite zu betrachten, wie, ich sag mal, die Deutschen das selber sehen und wie es tatsächlich ist. Und bei der Digitalisierung sicherlich fällt das jedem persönlich auch auf im Vergleich zu anderen Ländern. Ist das schon ein bisschen holprig? Geht da die Diskrepanz so weit auseinander zwischen der Einschätzung der Deutschen und der Realität? Ich glaube, wenn wir uns anschauen, wir haben natürlich in Deutschland auch eine hohe Bürokratie. Wir sehen das auch an alltäglichen Themen, die vielleicht jetzt nicht direkt die Wirtschaft in erster Instanz bedrohen. Aber es geht um Themen wie digitale Bürgerdaten. In anderen Ländern ist es sehr, sehr leicht, mit seinem Personalausweis viele Dinge im öffentlichen Raum zu regeln. Das heißt, wenn Ausländer nach Deutschland kommen, teilweise aus Ländern, von denen wir vielleicht das Verständnis haben, dass wir besser entwickelt sind, einen höheren wirtschaftlichen Standard haben, dann sind die durchaus überrascht, wie schlecht manche Sachen hier organisiert sind. Und ich glaube, dass das sich ein wenig wie ein roter Faden dann auch aus der Verwaltung, aus den Behörden hin auch bis in die Unternehmen teilweise zieht. Wenn ich jetzt mal über den Monitor auf die DAX-Tafel schaue, ja, dann sehe ich, dass wir momentan beim Deutschen Leitindex am Finanzmarkt in Frankfurt relativ gut dastehen. Klar, wir hatten beim DAX jetzt eine leichte Konsolidierung gesehen, aber wir sind jetzt schon wieder über der Marke von 15.900 Punkten. Wie passt das zusammen, diese eingedrückten Zukunftsaussichten und die Rekordgewinne und das Niveau, auf dem wir uns befinden aktuell? Naja, man muss natürlich sagen, dass die deutschen Unternehmen immer noch im internationalen Vergleich teilweise sehr starke Marken auch haben. Teilweise natürlich auch gerade, wenn man sich auch vielleicht den Mittelstand anschaut, wo es viele Hidden Champions gibt, wo es viele spezialisierte Unternehmen gibt, auch Unternehmen gibt, die diese, ich sag mal, Inflation, die wir weltweit gesehen haben, auch in der Lage waren, gut zu absorbieren, also in Form von Preiserhöhungen auch weiterzugeben an ihre Kunden, an ihre Geschäftspartner und das eben dann auch, zumindest in der Gegenwart, dann auch für gute Gewinne gesorgt hat. Und das ist sicherlich ein Grund, der auch dafür gesorgt hat, dass wir jetzt aktuell beim DAX natürlich auch ein erfolgreiches Jahr bisher haben. Auf den Mittelstand und natürlich dann auch auf die mittelständischen Unternehmen schauen wir gleich noch mal expliziter. Wir hatten aber auch schon Konjunkturerwartungen, die ebenfalls deutlicher eingetrübt waren, als man das zunächst gedacht hatte. Die ZEW-Konjunkturerwartungen und die zeigen ja auch, dass die Anleger davon ausgehen, dass sich die Situation konjunkturell eintrübt. Das wird ja dann aber sicherlich auch auf den Mittelstand und damit dann auf die Industrie sich auswirken, oder? Ja, jetzt muss man sagen, die gute Nachricht in dieser schlechten Nachricht ist, dass es kein originär deutsches Problem ist, sondern dass es natürlich globale Erscheinungen sind. Das heißt, wir hängen natürlich als nach wie vor große Exportnation auch an der Konjunktur in anderen Ländern und Regionen dieser Welt, allen voran natürlich auch China, die, ich sag mal, nach der Post-Covid-Phase jetzt nicht so ins Laufen gekommen sind, wie das weltweit, muss man sagen, erwartet worden ist. Und deswegen, das spüren natürlich jetzt auch die Unternehmen. Und ja, die Börsennotierungen sind jetzt das eine, aber die Unternehmensführer, die Leute, die im wirtschaftlichen Raum unterwegs sind, die antizipieren natürlich auch zukünftige Entwicklungen. Und das hat sich dann eben in diesen Konjunkturumfragen eben niedergeschlagen, dass dort jetzt die Aussichten fürs zweite halbe Jahr alles andere als rosig sind. Und man muss natürlich auch sagen, das Wirtschaftswachstum hier in Deutschland ist momentan natürlich auch eher sehr, sehr eingeschränkt. Ja. Wir schauen uns jetzt aber mal die Performance an vom DAX zum MDAX. Es war ja, wir hatten uns im Vorfeld schon unterhalten, eine ganze Weile so, dass der MDAX besser lief als der DAX.
dann aber tatsächlich hat sich ein bisschen was geändert. Wir erinnern uns, es gab auf einmal 10 Werte zusätzlich, die man sich merken musste vom DAX, ja, von 30 auf 40. Und das hat auch Auswirkungen auf den MDAX gehabt, nämlich welche? Ja, man muss sagen, es hat sich tatsächlich einiges geändert, wenn man sich die Betrachtung zwischen den Blue Chips im DAX und den eher mittelstandsorientierten Unternehmen im MDAX anschaut über die letzten Jahre. Gerade jetzt mit Blick auf das laufende Jahr, aber auch auf Blick auf Einjahressicht, wie wir es hier im Chart sehen, sieht man eben doch sehr klar, dass der DAX hier in der weißen Linie den MDAX abgehangen hat. Jetzt kann man sich mal die Frage stellen, hängt das denn auch mit der Indexreform zusammen, die die deutsche Börse, wo wir uns hier befinden, auch veranlasst hat? Da gab es ja im September 2021 eine sehr, sehr große Reform der Indizes, die auch so ein bisschen ihren Ursprung in den Wirecard-Verwerfungen gefunden hat. Und weil man auch da sich um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands Gedanken gemacht hat, übrigens nämlich auch in Bezugnahme auf den Index des deutschen, sage ich mal, Kapitalmarkts des DAX, wo man gesagt hat, der ist mit 30 Werten sehr, sehr klein, die Marktkapitalisierung ist nicht so groß. Und da hat man es sich auf den ersten Blick einfach gemacht. Man hat einfach die 10 größten Werte aus dem MDAX dazugenommen, hat die quasi aufsteigen lassen in den DAX, der dann bekannterweise zu 40 Titeln erweitert worden ist. Für den DAX ist das eine numerische große Veränderung gewesen. 30 auf 40 ist eine große Zahl. Von der Marktkapitalisierung war das für den DAX gar nicht so eine Riesennummer, weil natürlich diese 10 Titel, die dazugekommen sind, dann die 10 kleinsten im DAX gewesen sind. Für den MDAX muss man aber sagen, war das schon ein harter Aderlass, denn fast die Hälfte der damaligen Marktkapitalisierung ist quasi nach oben aufgestiegen und hat dadurch natürlich auch ein wenig, wenn man so möchte, die Beschaffenheit des MDAX verändert. Wenn wir uns das Ganze nochmal etwas längerfristig anschauen, wir haben den Vergleich zwischen DAX und MDAX auch auf die letzten 10 Jahre. Was kann man hier, man kann natürlich deutlich erkennen, dass hier noch diese Schere auseinanderging. Mittlerweile nähert sich das wieder auf 10 Jahre Sicht deutlich an. Woran liegt das? Also erstmal muss man sagen, das ist ja sozusagen vielleicht auch das, was vielen noch im Bewusstsein verhangen ist, dass die Small- und Mid-Caps deutlich besser gelaufen sind über viele Jahre als der DAX selber. Da konnte man, ich sag mal, fast unbeobachtet eine deutliche Outperformance erzielen. Also der MDAX beispielsweise, den gibt es seit Mitte der 90er, aber seine Punktezahl wurde dann auch zurückgerechnet auf dasselbe Startjahr wie beim DAX. Da konnte man bis vor 2-3 Jahren sagen, dass man mit dem MDAX doppelt so viel gewinnen konnte auf 20 Jahre wie mit dem DAX. Das war schon signifikant. Jetzt muss man aber sagen, hat sich das Pendel schon ein wenig geändert oder ist umgeschwungen. Das liegt aber nicht, wie man vielleicht einfacherweise vermuten könnte, an dieser Indexrekonstruktion, über die wir gesprochen haben, die mag auch Einflüsse darauf gehabt haben. Aber tatsächlich ist es so, dass die Veränderungen der konjunkturellen Lage, des Zinsniveaus eben auf diese stärker wachsenden Unternehmen auch stärker Einfluss genommen hat. Und wir sehen es ja hier in diesem Bereich, die orange Linie, die den MDAX repräsentiert, die hat hier ganz offensichtlich im Zeitfenster, in dem die Zinsen stark gestiegen sind, erheblich mehr verloren und hat dann also hier allerspätestens womöglich schon etwas früher dafür gesorgt, dass diese Outperformance des MDAXes zum DAX ein Ende gefunden hat. Und wie wir im vorangegangenen Chart gesehen haben, haben die Anlegerinnen und Anleger in den letzten Monaten, im letzten Jahr eher auf die weniger konjunktursensiblen Unternehmen gesetzt, auf die international ausgerichteteren Unternehmen wohlmöglich gesetzt, die im DAX beheimatet sind, als die im MDAX. Und der MDAX, das haben wir eben auch im Einjahreschart gesehen, noch viel, viel stärker in eine Seitwärtsphase dann eingeschwenkt, als wir das beim DAX gesehen haben. Die große Frage ist natürlich jetzt für den Zuschauer, wie kann ich davon profitieren? Welches Produkt bietet sich dabei im Bereich der Zertifikate an? Und da haben Sie natürlich auch was mitgebracht. Ja, ich denke nach wie vor, auch wenn man sich die Nachrichtenlage anguckt, der MDAX trotzdem sehr, sehr stark unterrepräsentiert ist im Bewusstsein der Anlegerinnen und Anleger. Und da es eben keinerlei Überschneidungen zwischen MDAX und DAX gibt, anders als es bei anderen großen Indizes, wie beispielsweise dem TecDAX mit dem DAX gibt, ist es so, dass ich sage, wenn man wirklich beabsichtigt zu diversifizieren, wenn man also sein Depot breiter aufstellen möchte, dass man einen Blick auf den MDAX auch eben werfen sollte. Und ich habe es eben gesagt, wir sind in diese Seitwärtsphase jetzt lange schon eingetreten seit einigen Monaten. Wir haben es besprochen, wir haben jetzt nicht die allerbesten Konjunkturaussichten, dass wir jetzt von einer Wachstumslokomotive hier irgendwie ausgehen müssen, die ja gleich durch den Börsensaal rauscht. Ja? Also ist es vielleicht sinnvoll, sich anzuschauen, wie kann ich mein Kapital mit Blick auf die nächsten Monate sinnvoll erhalten und idealerweise auch noch die Inflation, die wir in Deutschland immer noch mit um die 6,4% haben, wie kann ich die denn eigentlich schlagen oder ausgleichen? Und dafür habe ich hier ein Wertpapier mitgebracht, das ist eine Indexanleihe auf den MDAX, die eine Laufzeit von etwas unter einem Jahr hat.
und die eine Verzinsung von 6,5% aufweist. Es ist so gewählt, dass man eben sagen kann, das ist etwa das Niveau das der Inflation, das wir in Deutschland momentan haben. Und hier ist es eben so, dass wenn der MDAX ausgehend von seinem derzeitigen Stand bei etwa 27.400 Punkten in einem Jahr nicht unter 24.000 Punkten notiert, dann habe ich diese 6,5% gewonnen, kriege mein eingesetztes Kapital, meine 1.000 Euro zurück. Wunderbar. Sollte ich allerdings einen starken Rückgang beim MDAX sehen, sollten wir unter die 24.000 Punkte Mitte nächsten Jahres notieren, dann kriege ich auch die 6,5% Zinsen als Puffer, wenn man so möchte. Aber dann hängt meine Performance unterhalb dieses Niveaus am MDAX. Das ist mein Verlustrisiko. Der Puffer, den Sie gerade ansprachen, liegt aktuell bei rund 12%. Ist das sehr risikoarm? Nein, das würde ich nicht sagen, weil ein Aktienindex kann ja durchaus mal auf ein knappes Jahr auch 12% verlieren. Die 12% sind so zu verstehen, dass wenn der MDAX jetzt bis Mitte nächsten Jahres um 12% fällt, habe ich immer noch den maximalen Ertrag erzielt, erst unterhalb dieser oder bei weiteren Rückgängen, das sind da die 24.000 Punkte, fange ich an, sozusagen meinen Ertrag von den 6,5% Zinsen aufzulaufen. Aber klar, wenn wir irgendwie 20% oder so verlieren sollten beim MDAX auf Sicht der nächsten 11-12 Monate, dann verliere ich auch mit diesem Wertpapier eben entsprechend Geld und habe dementsprechend dann auch ein Kursrisiko. Das heißt, das ist ein risikoarmeres Engagement als bei einem Direktinvestment über ein Indexzertifikat oder ein ETF. Es ist aber auch ein Wertpapier, bei dem ich eben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einen Ertrag erziele, der den Inflationsausgleich dann bewirken kann. Was wünschenswert ist. Ich sage vielen herzlichen Dank für die Erklärungen heute. Lieber Herr Köker, liebe Zuschauer, auch an Sie natürlich ein herzliches Dankeschön. Und ja, man sollte auch immer den Blick mal in die zweite, möglicherweise auch in die dritte Reihe richten, um zu sehen, was es da tatsächlich Spannendes gibt. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder mit am Start und freue mich drauf. Dankeschön für heute.